lieben Quietschi und ich sind wieder da. Food Hall bei Lidl. Ich sehe total fertig aus, das bin ich auch, Leute. 28 Grad und bei Lidl war die Hölle los, bei Cars nicht weniger. Da gibt es nämlich auch noch ein Food Hall von. Aber hier und jetzt Lidl Food Hall. Also mitgebracht, Preise blende ich euch hier immer ein. Mitgebracht von Langnese den Klassiker Mix. Da habt ihr jeweils einen davon da drin. Den packe ich auch mal eben ganz schnell jetzt hinten ins Gefrierfach und dann geht's weiter. Hilfe, das hat schon angefangen aufzutauen. Dabei bin ich keine 20 Minuten jetzt. So, dann mitgebracht zweimal die, wie nennen sie sich wieder, Bio-Vollkorn-Brötchen. Bio-Vollkorn-Krustis. Habe ich zwei Stück von mitgebracht. Das muss nicht mal reichen. Warum? Anderer Food-Hall von Klaas. So, dann habe ich da noch mit, nie mitgebracht, die bunten Eier. Mal gucken. Ich denke, die werden doch ganz gut sein. Dann hatte ich jetzt gesehen, California Sense Eis Autoduft. Zwei Stück. Passen dann für bei meinem Mann und bei mir rein. Eine Flasche Cola. Also die Hausmarke Freeway. Dann haltbare Vollmilch. Und zwar 3,5% habe ich hier so noch nie geholt. Ich habe von dem lieben Mario den Tipp bekommen, die Tomaten soll ich mit Milch, mit Wassergemisch begießen, einmal die Woche. Das würde angeblich beim Wachstum helfen und da bräuchten sie halt auch ein bisschen Fett. Ne? So, dann viermal mitgebracht fürs Töchterlein. Ich stelle die nur schon mal hin hier. 1, 2, 3, 4 und Schwiegersohn. Und zwar von Kong Strong Wild Power Colossus Energy Drink. Ich halte ja nicht so viel von Energy Drinks, ne, das wisst ihr ja. Zero Zucker, aber meine Tochter ist die jetzt schon 34? Aber ich überlege jedes Mal, ne? Die ist noch, ist die jetzt 33? Ah, Hilfe, das ist jetzt peinlich, ne? Warte, Jenny ist von 91, 33. So, also wann sie geboren ist, weiß ich. Ich will sie immer nur ein Jahr älter machen. Hat sie sich schon mal beschwert. Mama, ich bin noch keine 34. Sorry. Die brauche ich nicht mehr erziehen. Die ist gut erzogen worden. So, und dann nochmal so für zwischendurch, wenn mal so ein flotter Besuch kommt, so wie Simon. Flotter Besuch ist eigentlich sonst was anderes. Ich meinte jetzt ein Rascher, der wieder schnell weg ist. Der trinkt dann nur so einen kleinen Kongst. Kennt man so, ne? So, auch dann für ihn, falls er lieber einen Kaffee möchte. Der trinkt halt gerne mit Milch und deswegen habe ich dann die Kaffeemilch mitgebracht. Boah, das kann doch nicht wahr sein, dass einem so warm wird. Puh, obwohl, das schreibt mir jetzt gleich wieder. Ich hatte ja so einen coolen Kommentar im Temu-Hall. Leute, ich denke, hat diejenige denn jetzt geschluckt? Sie meinte dann, ja, das käme halt davon, wenn die Leute auch im Sommer meinen, dann die Heizung so powern zu müssen wie im Winter. Und ich so, hä, was will die von mir? Ich schwitze nicht, weil hier eine Heizung an ist. Habe ich dir erstmal erklärt, dass wir zu denen gehören, die immer sehr sparsam sind. Viel wiederbekommen von den Stadtwerken. Hier in der Regel 1 und oben schon mal 3 einstellen am Thermostat. In der Regel hier in unseren Räumen 18, ganz selten mal 20 Grad ist, selbst im Winter nicht. Da kommen die Leute nämlich meistens mit einer Strickjacke zu uns, weil die das wissen. Konnte ich mir nicht verkneifen, das da mal hinzuschreiben. Also echt, ist schon mal manchmal witzig, die Kommentare, ne, von so manchen, die vor allen Dingen dann noch nicht mal Abonnenten sind. So, weiter geht's mit dem Food Hall. Musste ich euch jetzt gerade nur erzählen. Dinkel, Vollkornbrot. Und das Bauernmilde. Dann das erst. Kartoffelsalat nach rheinischer Art mit Ei und Gewürzgurke. Wir hatten auch noch so mit Frankfurter Art und noch irgendwie sowas anderes. So, dann, ihr kennt bei mir inzwischen die Champignon-Schinkenwurst und Delikatesse Truthahn. Der ist auch noch bis zum 5.8. Also von daher passt das. Dann, die sind zwar eigentlich im Verhältnis dann jetzt relativ teuer gewesen, gequetscht habe ich da auch noch, aber das waren so mit die letzten deutschen Erdbeeren und da hatte ich jetzt einfach unbändige Lust drauf. Was ich mir jetzt angewöhnt habe, ich wollte schon gewohnheitsmäßig nach den Brombeeren greifen, da fiel mir dann aber ein, nee, weil wir haben jetzt seit ein paar Tagen, wir sammeln Brombeeren. Wir fahren mit dem Fahrrad oder ich fahre dann mit dem Fahrrad hinten zum Feld und da sind so viele Sträucher, ja. Und da sammle ich fleißig. Das Blöde ist, das haben jetzt auch schon ganz viele rausgefunden, dass da ganz leckere Brombeeren
Aufklärung sind. Da findet manchmal so ein regelrechter Kampf statt. Ich kann das ja gar nicht leiden, wenn die Leute dann irgendwie da oben an den Zweigen wie bescheuert ziehen, dass alles andere kaputt geht, nur damit sie dann irgendwelche Brombeeren noch erwischen oder die dann sogar abschneiden, ästeweise. Ja, da mit so einer, wie heißen die Dinger, Heckenschere da angekommen ist. Ich sag, das wagen sie jetzt nicht, ne? Und ich nie verstehen. Ich sag, jetzt schneiden sie das hier gefälligst nicht ab, das geht doch kaputt, ne? Also ich. Egal. Darf ich mich nicht wieder drüber aufregen? Hab ich mich aber drüber aufgeregt. Man macht doch sowas nicht. Man schneidet doch dann nicht irgendwelche Sträucher kaputt, die einem noch nicht mal gehören, nur weil man sich sonst irgendwie jetzt da an dem Zweig stechen würde oder nicht drankommt. Was wird das denn? Egal. Da gibt jetzt böse Kritik, ne, dass ich das jetzt hier in einem Video sage. Aber ist so. Ich stehe dazu. Das ist fremdes Eigentum. Das macht man nicht. Man macht nicht fremde Sachen kaputt. So. Also. Wochenende. Oh Gott, das gibt echt Schelte jetzt. Da gehen jetzt einige weg. Das fürchte ich, das jetzt mal. Aber ist halt so. Ich weiß nicht, könnt ihr ja was zuschreiben. Ich finde, man macht das nicht. Man macht nicht fremdes Eigentum kaputt, nur damit man sich daran bereichert. Das macht man nicht. So, Thunfischfilet in eigenem Saft. Am Samstag kommt Simon und da hatte mein Mann die Idee, auch kannst du nicht nochmal wieder diese Toast-Sandwiches machen, die du letztens gemacht hast mit deiner selbstgemachten Thunfischcreme? Fände ich toll, wenn du das machen würdest. Und wenn der so fragt, dann mache ich das auch. Und dementsprechend habe ich zweimal Thunfischcreme mitgebracht. Warum nur einmal Toast? Hat damit zu tun, das habe ich bei Cars noch mitgekauft. So, und hier habe ich dann noch zweimal den Weizentoast für halt besagten Toast-Sandwich. Ich finde das ja so lustig, wenn ich habe das ja schon mal erzählt, wenn ich Sandwichbrot kaufe, passt das nicht in meinen Sandwich-Maker. Da muss ich diese schmalen Toast holen. Und ich hatte letztens Buttertoast mitgebracht und das hat nicht gut geklappt. Die wurden ziemlich detschig. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil die tatsächlich mit mehr Butter verarbeitet wurden, weiß ich nicht. So, das war mein Einkauf von Lidl. Ausgegeben habe ich 32,92 Euro. Ja, super. 18 Cent habe ich diesmal mit der Lidl Plus App gespart. Gespart ist gespart. Ich bin auch klein. Die macht Mist. So, quietsch, quietsch, quietsch. Ihr werdet es vermissen, wenn wir irgendwann neue Stühle haben nächstes Jahr. Ne? Ich weiß es. Also, das war jetzt mein Lidl Food Haul. Und wenn es euch gefallen hat, ist jetzt irgendwie auch noch ein Cars Haul mit dabei. Also nicht jetzt sofort, sondern im Anschluss. Also nicht im Anschluss, irgendwann jetzt die Tage. Ihr versteht's. Ihr versteht mich immer. Selbst wenn ich mich nicht verstehe, ihr versteht mich. In dem Sinne, tschüss.